Faszination des Fliegen für mich ist, dass man sich frei im Raum bewegen kann, dass man grosse Geschwindigkeiten fliegen kann. Und man versucht auch immer, das Optimum vom Flugzeug rauszuholen, also sich im Grenzbereich zu bewegen, sodass man mit seinem Flieger möglichst das Beste erreichen kann. Faszination ist sich bewegen in einem fremden Raum. Es ist so ein Stückchen Freiheit, jedes Mal, wenn du hochgehst. Sie können in der dritten Dimension bewegen und das Zusammenspiel zwischen Mensch, Maschine und Umwelt. Die Schönheit der Schweiz, die absolut majestätisch ist, wenn man sich dort drin bewegen darf. Einerseits bist du weg vom Boden, du bewegst dich in der Luft, du bist in der Natur draußen, je nach Wetter, bei schönem, bei schlechtem, in der Nacht, am Tag. Und andererseits ist es egal, ob du etwas schon 100 Mal gemacht hast, es kommen immer wieder neue Sachen trainieren. Und du musst Informationen können trainieren, verarbeiten. Und am Schluss ist das Gesamte, Natur und Technik und alles miteinander, was faszinierender ausmacht am Fliegen. The fascination of flying is as limitless as it is multifaceted. But to become a pilot, as much realistic training as possible is needed. The Swiss Air Force pilots receive this realistic training at the Simulator Training Center in Emmen. It's here that they keep their flying skills up to date. Ich komme dich zum Briefing von der heutigen Simulatorübung. Wir würden Katastrophenhilfeeinsatz machen. Ich habe mich ein paar Tage vor dem Simulatorflug vorbereiten. In dieser Vorbereitung studiere ich verschiedene Dokumente studieren, technische Dokumente wie auch operationelle Dokumente, damit ich nachher bereit bin für den Simulatorflug. Kurz vor dem Flug gibt es nochmal ein Briefing, wo der zweite Pilot plus der Fluglehrer dabei ist. Uma tut eine Last transportieren, plus mit dem Bambi-Bucket Feuer löschen. Der EC macht eine Windenübung. Man muss sich eine gute Übersicht können verschaffen, damit man später kann richtige Prioritäten setzen kann. Die missions- und technischen Inputs sind relativ gross beim Fliegen. Sind Fragen von eurer Seite? Alles klar? Keine Frage. Alles klar? Okay, dann habt ihr noch kurz Zeit, um euch vorzubereiten. Dann möchte ich, dass wir am 5 vor 8 einsteigen. The simulator flight hours flown every day not only benefit our pilots, but our environment as well. The simulator produces no aircraft noise and no pollution. Der grosse Vorteil im Simulator ist, dass ich eben Situationen und Abläufe trainieren kann, wo ich im echten Flieger gar keine Chance hätte, weil es zu gefährlich wäre. Luki, alles vorbereitet. Wir sind bereit. Praktisch jedem Einsatz im echten Flieger kann ich daraus profitieren, was ich gelernt habe im Simulator. Manchmal sind das ganz kleine Sachen, technische Abläufe oder technische Sicherheiten, die ich bekomme, dank dem Simulator. The full flight simulators for the AS-532 Super Puma and EC-635 can be flown separately or jointly. Dort sind schon die Abwehr, tip top. Ziehen auf.
Mission completed. Secured. Clear out. Fumavanzero, clear out. Fumavanzero, clear in. Man ist sehr stark gefordert in so einer Simulatorübung. Es gibt ein sehr gedrängtes Programm, sehr viele Aufgaben, die man muss können bearbeiten muss während einer Simulatorlektion. Der grosse Vorteil im Simulator ist, dass man Situationen provozieren kann. Dass man Sachen anprüfen kann, merkt, ach, die Situation, die habe ich auch schon gehabt. Im Simulator konnte ich das und das noch machen und das hat zum Erfolg geführt. Super gemacht, Roman. Bravo. Ich kann mir erlauben, im Simulator die Limiten aufzuzeigen. Dort an die Limiten herangehen und zeigen, was dann würde passieren. Unverrücktheit, Rauch, dann mal ein Smoke in den Cockpit. Schaltet das Auto bei der Abfahrt zu. Bene, 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 Tango 350, Smoke in den Cockpit. Der Request sind straight zu 3 Scholz 3. Im Simulator gewinnt man Sicherheit, oder? Der einzelne Pilot. Er weiss nachher, wenn die Panne kommt, jawohl, die kann ich beherrschen. Ja, es gibt ganz viele Sachen, die man hier mitnehmen kann. Vor allem Abläufe, die man in der Realität nicht 1:1 durchspielen kann, kann man hier gut trainieren. Das gibt einem nachher auch ein gewisses Vertrauen im Ernstfall, damit man dort die Abläufe dann auch richtig macht. Wir kommen zum Debriefing. Die Übung haben wir wie geplant können durchführen. Von beiden Helikoptern einen guten Überblick. Und es ist speditiv geschafft worden. Ein Punkt habe ich noch. Ja, wenn man zum Simulator rauskommt, haben wir sehr viele Eindrücke, die man mit bekommen hat. Man braucht dann auch eine gewisse Zeit, um die zu verarbeiten. Und meistens ist man auch relativ müde nach 2 Stunden Simulator. The core of a simulator is its computer system. It calculates the 3D models of Switzerland and projects the images of the landscapes into the dome using state-of-the-art laser or LCD technology. The computer also determines the flying procedures and the correct interaction of hydraulics and virtual landscapes in order to provide the pilots with a flying experience as close to reality as possible. In addition to 2 helicopter simulators, the training center in Emmen also has a PC-21 simulator, without which the pilot training would be incomplete. Clear line up takeoff runway 04, minus 0303, 5 knots, report in Emmen. Der Simulator ist sehr wichtig in der Pilotenausbildung. Er erlaubt, dass man die Schlüsselerlebnisse im Simulator alle kann provozieren. Und das sind all die Entscheidungen, die dann ein Pilot mal muss können, im Echtflugzeug korrekt fällen. VG 11, taxi runway 04, QNH 10, 21. Runway identified. Clear and silent, power, MGMFTWP, no alerts. Power checked. Airspeed rising. Rotate. Peggy 113, descend 5,000 feet. Clear up. Flaps up. Peggy 11 is airborne in a left turn, passing flight level 20, climbing flight level
Airmail Departure Victor 16. Der grosse Vorteil ist, wir sind völlig unabhängig von der Umwelt. Wir können alles beeinflussen im Simulator. Ja, also ich hatte durchaus schon Situationen, die ich im Simulator erlebt und ich nachher im realen Flug anwenden konnte. Ein Beispiel dazu ist gerade aktuell auf dem PC-21, wo wir am Anfang der Ausbildung unter Instrumentenflug geflogen sind. Wir sind durch die Wolken durch und es hat plötzlich von Eis ansetzen am Flug. Und das tut eigentlich die Aerodynamik des Flugzeugs beeinflussen. Und so Sachen haben wir auch im Simulator durchgespielt und durch das konnte ich dann das Flugzeug sicher in Nehmen wieder landen. Copy. Peggy 11 turn right heading 130 for base. Emergency landing gear handle pull. Caution, is not possible to select landing gear up. Peggy 11 right heading 190 cleared Mila ILS approach runway 22 report when established. Right heading 190 cleared 40 Mila ILS 22 welcome Peggy 11. Anti-ice is on. Starting speed reduce. On the glide. Array checked. Slightly low, correcting. Peggy 11 is able to locate the runway. Roger, Peggy 11, you still need the fire brigade? Negative. Man bringt die Leute immer wieder an Schlüsselentscheid und da geht es darum, um eine Panne, um einen Luftkampf, um einen komplexen Flug. Und je komplexer als die Herausforderung ist, umso erfüllender ist es, wenn man zurückkommt und hat können sagen, das ist jetzt gut rausgekommen. For the safety of our pilots, for the good of our environment, this is what the Simulator Training Center in Emmen stands for.